Servus, guten Morgen, willkommen am Outdoor-Kino-Kanal und Marcel. Wir sind heute wieder raus und machen. Und zwar hatten wir jetzt lange Winterpause, was die Bogen. Wir haben lange kein Bogenvideo mehr gemacht. In der Tat. So, wir haben jetzt viel Camp. Wir sind auch im Camp. In unserem eigenen Camp. Man hört im unteren Teil den Holzfällarbeiten. Ne, zwischendurch immer mal. Also lasst euch davon nicht ablenken. Wir bauen heute einen Ständer. Ich sag, mach kein Mist, Tony. Gut. Wir bauen einen Ständer für diese. Wie nennt man das? Strohscheibe. Ein Dreibein. Wir nennen das jetzt mal Dreibein. Ich weiß nicht, wie ist das im Fachjargon. Staffelei. Eine Bogenstaffelei. Was richtig ist, sehen wir dann. Gucken wir mal. Also, los geht's. Wir haben hier schon ein bisschen Holz zusammengetragen, also ich. Deswegen habe ich ein T-Shirt an, Marcel noch die Winterjacke. Nee, wir haben lauschige 14 Grad. Ja. Also durch das Arbeiten ist mir das natürlich, wie sagt man, für Dicke ist das immer so ein bisschen Schmelzwetter. Ne? So, wir haben zwei Dicke. Wir haben zwei Dicke. So, wir haben diesen und diesen, den Marcel da vor den Füßen hat. Hat ja heute seine Tactical-Stiefel wieder an. So, im Prinzip selbe wie immer, nur wir machen es diesmal so, halt mal bitte. Und dann haben wir einen, den müssen wir vielleicht noch ein bisschen zurechtschneiden, der das Ganze dann einmal hier durch, weiter, so, ja. Neigt mal nach hinten, so, so in etwa. Ja, so. Jetzt wie bei dem... Genau. Bei den anderen, also wie da hinten bei unserem Unterstand, so? Könnten wir auch machen, warte mal. Weil das Problem ist, ich muss ja dann hier das machen. Das wird die Querstrebe, wo dann... verstehe. Wo nachher die Scheibe drauf liegt. Dann wäre es schon cooler, wenn es nebeneinander wäre. Also so wie ich eben hatte, weißt ja. du? Ja. Vielleicht die bei den Stühlen oben abhauen? Genau, ein bisschen anspitzen. Und dann, also ungefähr grob. Ja. Ne? Gut, dann machen wir das mal. Ich hole mal was zum Hauen. Draufstellen und dann spitz klopfen. Dann auch die dünnere Seite. Hier so ein bisschen draufstellen. Dann, genau. Jetzt haben wir heute nur eine Axt mit. So was aber auch. Sonst immer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dabei. Nur heute nur eine. Ich gehe in der Zeit mal gucken, was unser Kaffee macht. Ja, Marcel mal da so ein bisschen hämmern. Ich war kurz weggenickt, Marcel. Entschuldigung. Bleibst du hier? Nein. Ups. Ups.
Schläfst du da hinten? Was? Ob du schläfst? Nee, ich bin gerade hier am Vorbereiten, Marcel. Willst du dich da gerade ein? Wes? Was? Was? Komm sofort. Lass dir Zeit. Okay. Ja, Mist. Was denn? Das reicht nicht. Na, bei dem einen muss noch ein bisschen. Lass dir Zeit. So. Bist immer noch nicht fertig. Aber sieht schon gut aus. Kann ich mal neidlos anerkennen, Marcel. Du darfst aber auch kurz mal eine Pause machen. Guck, jetzt kommt der Ehrgeiz raus. Jetzt will er es wissen. Na, jetzt haut er alles weg, was kommt. So, Pause. Das ist jetzt bald mal fertig. So, kurz mal. Wird wahrscheinlich. Kannst ja ruhig ein bisschen. Ja, es geht schon. Passt ja. Das muss ja hier. Noch ein bisschen mit, kein Profi. Ja. Ne? Wir machen ein bisschen Paracord drum und einen Nagel rein. So, in der Zeit, wo der Marcel jetzt Mittag gegessen hat, habe ich dann schon mal was vorbereitet. Ach, er, ne? Du hast Mittag gegessen. Ich war hier fleißig. Habe ich das schon mal vorbereitet. Ein bisschen ausgescharrt, weil das soll ja dann hier hin. So, und da kommt dann die Bogenscheibe drauf. Wir werden das nageln, Marcel. Ja, nageln. Nageln. Genau. Ich muss das halt ein bisschen. Wir haben nur noch die recycelten Nägel von der Dings. Da muss ich halt gucken. Ne, muss ich noch ein bisschen. Ja. Also ich koffer das hier so. Was heißt Koffer? Ich schlage das hier so ein bisschen aus, dass wir auch eine Rundung haben an das Holz. Ja. Das macht das sehr gut. Ja, in meinem ersten Leben war ich Zimmermann mit Josef und habe der Maria eine Krippe gebaut. So. Ja, das sieht doch gut aus. Gib mir mal einen Nagel. Können wir zusammen nageln. Gucken wir mal, ob der lang genug ist. Nein. Nein, muss ja was aushalten. Wenn da dann mit 200 km/h ein Pfeil drauf ballert. Ne? Das sieht gut aus. So. Stellen wir das mal auf. Uppa, was? Wir bauen immer so alles so massiv. Ne? Ja. So, und die Halterung nehmen wir hier, das dünne Stäbchen. Aus dem ganz anderen Grund. Damit kann man es dann besser bewegen. Ich schieb's jetzt mal von vorne rein, Marcel. Schieb's mir mal rein. Ja. So. Ja. Ja. Hier. Fertig. Genau. Fertig. Tada! Natürlich nicht. Ich streck das mal ab. Hältst du es ein bisschen fest? Wir lassen es trotzdem ein bisschen rausstehen. Dann kann man es vielleicht besser befestigen. Baum fällt. So. Sieht gut aus. So, jetzt hier ein Knoten drauf, aber den kriegen wir auf. So. Dann kommt einer mit einer Kettensäge. Hallo Achim. Nicht am Essen? All die Arbeit ist umsonst. Warte. Hält. Kettensäge von der anderen Seite. Aber müssen wir mit leben. Da ist halt, wie gesagt, das ist ja hier Privatwald. Ich komme ein bisschen näher. Privatwald. Und dass er hier am Wochenende auch schon mal ein bisschen Holz wegmacht. Klar. Aber wir haben alles mit der Hand gesägt. Mit der Hand. Also auch so, mit der Hand. Mit der schönen Handsäge. So.
Das hat doch was, oder? Ja, oder? Sollen wir noch ein bisschen gerader? Ja, ist schon. So, oder? Ja, das sieht doch professionell aus. Professionell. Ja, dann können wir doch mal aufgieren und machen mal einen Probeschuss. So, Marcel. Bist du angezogen? Ja. Sieht das gut aus. Ich muss. Geht. Muss halt noch ein bisschen üben. Ne? Robin Hood ist auch nicht an einem Tag geboren worden. Ne? So, dann sind wir soweit fertig, Marcel. Willst du den ersten Schuss wagen? Ja, bitte. Oh, danke, du bist aber heute sehr zuvorkommend. Darfst meine Scheibe entjungfern. Ich teste heute auch das erste Mal meinen Rückenköcher. Köcher? Nennt man das Köcher, Köcher? Köcher. Köcher. Boah, für den ersten Schuss war gar nicht so schlecht. Ja. Ja, aber es hält, ne? Ja. Und das ist jetzt von der Entfernung nicht so ganz weit. Etwa wie wir angefangen haben. So 10 Meter. Gut, durch den Weitwinkel kommt das einem nicht so weit vor, ne? Ja. Kommt einem so sehr, oder durch das. Ja, dann ich mal zwei, du mal zwei. Den hättest du schon fast im Wald suchen gehen können, Marcel. Hi. Psst. Psst. Oh, der eine steckt drin. Steckt drin, das ist ja gut. Wäre blöd, wenn er daneben gegangen wäre. Ich habe mir noch nicht auf den Unterarm geschossen. Ja, gut. Gut, oder? Hast du zu Hause geübt? Nee. Das Bogen Pfeile auflegen sieht bei manchen filigraner aus. Vielleicht muss ich das noch ein bisschen üben. Aber wie gesagt, wir haben jetzt auch. Hey, den ganzen Winter nicht einmal geschossen, weil ich ein bisschen Angst hatte wegen der Kälte, dass der Bogen sich da vielleicht verändert oder so. Bin ja immer so die vorsichtig Porzellankiste. Ich glaube, der ist auch im Holz. Also ein Pfeil spalten? Ja, ich würde sagen, das können wir ja mal in einem kommenden Video zeigen, wie wir einen Pfeil spalten. Hallo, ja, Robin Hood, wie gesagt, kam auch nicht an einen. Das sind Abläufe, die muss man üben. Natürlich könnt ihr sagen, hättest du daheim mal üben sollen. Ne? Aber das wäre ja dann nicht Audrotino und Marcel. Ne? Aber ich kann jetzt in Zukunft, Marcel, ich habe ja hier mit meinem Bogen hier hin transportiert, mit meinem neuen Bogenrucksack. Jetzt zeige ich dir das Highlight. Ah. Das ist ein Sitzsack. Ein Sitzrucksack. Das ist auf jeden Fall ein mega stabiles Ding. Ist ein Gestell drin. Ich habe da jetzt noch die restlichen Ersatzteile drin. Und hier vorne kannst du deinen Bogen reintun. Weil ich habe ja immer das Problem,
Ich habe meinen ja immer gespannt. Und dann kannst du den, wenn du da vom Auto aus, Flip und ab geht's. Ja. Ist auf jeden Fall sehr robust, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, was mir halt jetzt noch fehlt, ist ein Bogenständer. Ne? Mir tut mir immer eine Seele weh, den auf den Boden zu legen. Ne? Mein Jackalope. So, Freunde. In unserem spektakulären Ständervideo sind wir am Ende. Wir haben den Beschusstest gemacht, hat bestanden. Wir suchen uns jetzt noch den passenden Standort und dann seht ihr in Zukunft mehr. Wir werden noch einen zweiten Ständer aufstellen. Zwei Ständer ist immer besser wie einer. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Abonnieren, kommentieren und immer schön raus und machen.